So, hallo alle, zur nächsten Folge von Minecraft Galaxy. Die Zusammenfassung vom Stream haben wir jetzt durchgehauen. Das heißt, alles, was wir neu gebaut haben, haben wir schon gezeigt. Und wie geht's jetzt weiter? Ich wollte mich immer noch was fertig machen, was ich vor dem Stream vorbereitet habe. Nämlich jede Menge Zeugs und wir haben gerade eine Mondfinsternis. So wie es aussieht, mal wieder. Und dafür sieht es hier unten trotz allem schön hell aus. Ja, bin ich recht zufrieden mit eigentlich. Schön hell und ich glaube, ich habe vergessen, mir die Leistung hochzustellen. Moment. So, das vergesse ich irgendwie jedes Mal. Egal, und zwar, das ganze Zeug müsste unten liegen, vielleicht mal abernten. Und jemand hat gemeint, vielleicht kann ich hier raus, hier, einen heilenden Brunnen machen. Nämlich dieses Heilwasser, was ich mir besorgt habe, da rein verfrachten. Aber da brauche ich ein paar mehr Blöcke, ein paar mehr Eimer. Muss ich mir vielleicht noch machen, aber wohl. Es geht mir den Amethyst-Eimer an. Da würde ich ja praktisch eigentlich schon nur den einen behalten, weil noch mehr Amethyst-Eimer sich zu machen, ist ein bisschen Verschwendung, glaube ich. Eisen geht's, aber naja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oh, müssen ein paar Mal laufen. Mal gucken. Ich glaube, das lasse ich erstmal so. Und dann geht's kurz pennen. Und danach nach unten. Und unten haben wir noch ein wenig Zeug drin, was wir umverwachen wollen. Nämlich ein Portal. Was dann nicht auf den Mond kommen soll, damit wir nicht dauernd fliegen müssen. Natürlich wollte ich das Fliegen für den Anfang so ein bisschen beibehalten, aber naja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 Eisenblöcke brauche ich dafür. Ich habe sogar noch 22 mitgenommen, falls irgendwas schief geht. Vielleicht soll ich anderes Zeug noch raus tun. Hier zum Beispiel, das wird irgendwie nie mitgenommen. Keine Ahnung wieso. Hier zum Requesten, damit das Ding wieder schnallt, dass es eigentlich hier was machen soll. Ich mache hier ohne Witz demnächst mal ein Upgrade-Chip noch rein, dass hier die Sachen schneller rausgezogen werden, weil irgendwie, das will hier nicht die Items rausziehen. Nur manchmal, wenn es gerade Lust hat. Manchmal hat es keine Lust, wie gerade. Vielleicht hilft es, wenn ich das hier mal abbaue und das hier mal abbaue. Und dann das wieder dran setze und dann das wieder dran setze und dann, ups, den Chip wieder reinstecke. In der Hoffnung. Es passiert was. Es will nicht. Naja. Einige Dinge, die wir jetzt hier unten gebraucht haben, brauchen wir oben nicht mehr. Zum Beispiel das kann raus. Und jetzt habe ich... der Wassereimer ist rausgeflogen. Und, ja, Fleisch... Wir haben jedenfalls ein bisschen Platz. So, mit dem restlichen holen wir uns das Zeug hier raus. Wir brauchen die Karten. Brauchen wir das da, das da, das da, das da. Beziehungsweise eigentlich nur 1, 2. Da in die Ecke 2, da in die Ecke 2. Ups. Eigentlich brauche ich hiervon nur 8. Und davon, oder war das 8? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Jo, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 10 und 12 von denen. Dann spare ich mir schon mal ein bisschen. Nein. Von dem brauche ich gar keine. Das kann auch raus. Und raus. Jetzt geht's! Ich weiß nicht. Komisches Ding. Komisches etwas. Ich drücke die ganze Zeit irgendwie auf was drauf. Egal. Karten brauche ich so nix mehr. Nö. Wir haben alles. Wir können das Portal oben aufbauen. Hoffe ich mal. Die Schrägen, die normalen Blöcke. Yep. Und das heißt, ab geht's. Ein Sauerstofftank, nochmal den anderen lade ich auf. Das heißt, ich werde vielleicht nicht allzu lange oben bleiben, weil ich ja gleich wieder mich runterporte. Gut, so. Ein Ersatztank und dann geht's los. Wir düsen Richtung Mond nochmal und bauen das Portal auf. Das heißt, endlich ein vernünftiges Stargate, was auch zu den Stars führt, nämlich nach oben. Und hier die Kammer, die nehme ich auch mit, weil die müssen wir auch irgendwo oben platzieren. Die Kammer zum doch draußen platzieren, soweit ich weiß. Falls Nacht ist, machen wir einfach Tag. So, ist hier schon Treibstoff. Treibstoff ist gut. Decke ist auch auf und dann könnten wir eigentlich wieder Go Start machen. Cryogenic Chamber. Oh ja, unsere Rüstung hat auch schon wieder massig Schaden bekommen. Ich weiß durch was alles. Ach ja, ach ja. Vehiclecraft. Achso, das war für die Glider. Dass wir an die Seite was dran machen, wo unsere Station da hinten ist, wo du mit den Gleitern runterspringen kannst.
So Bungee-Jumping war das so der erste Gedanke, aber das gab es da nicht. Also so eine Hanglider-Station. Da hat mich zuerst an so ein Regal gedacht. Da haben die aber nicht reingepasst, deswegen habe ich einfach ein Dings genommen. An einem Rack, wo ich die ganzen Sachen, wo ich alles dran hängen kann. Naja. Ich hier mit meiner schönen Spitzhacke durch die Rakete raus. Naja. Und eine Space, also eine Mondstation, eine Space Station, also eine Raumstation. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gebaut. Wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. Aber ich glaube, da kann man gar nicht so viel machen. Die ist dann, glaube ich, eigentlich für fast gar nichts gut. Zum Moon müssen wir. So, slow down, yo, slow down. Landen wieder an der entsprechenden Stelle direkt vor meiner Basis. Da kommt der Mond als schwarzes Eck auf mich zu. Und es ist wieder dunkel. Ich glaube, es ist wieder Nacht, oder? Doch, ja. Nachtzeit, aber wir können es vor Tag machen. Wir testen jetzt mal die Chamber aus, weil das war eigentlich nur der einzige Grund, weswegen wir auf dem Mars sind und dann halt noch die Dungeon genommen haben. Aber irgendwas muss man da machen. Und ja, es ist wieder alles Jahre voll. Boah, tausende Viecher. Und die können einen angreifen, glaube ich. Selbst wenn ich da drin bin. So. Die Chamber, wo tue ich die gerade mal hin für den Anfang? Einfach nur jetzt, weil ich es gerade mal irgendwo brauche. Einen Tag machen will. Ey, Spinne hat. Ich stelle es von mir so aufs Dach. Plupp, komm schon. Zack, dann gehe ich dran pennen. Und hältst du es einfach mal aus. Oh Gott. Ja, jetzt hänge ich hier praktisch so drin. Ich habe auch fast ein Hüterwerk. Zack. Dann können wir rausgehen. Ja, wir haben die Kammer an einen äußerst guten Ort eingebracht, die ja auch äußerst logisch ist, nämlich einfach aufs Dach von der Basis. So, die ganzen Viecher brennen jetzt und hier hole ich mir meine Rakete wieder raus. So, und das Ding lasse ich gerade mal stehen. Nein, ihr kommt da nicht rein in meine Basis. Das tut ihr nicht. Habe ich die Erde? Die Erde habe ich, glaube ich. Ja, ich habe es noch dabei. Schön, dann kann ich aber dann die Erde ausstatten hier. Wir müssen nach drinnen, würde ich sagen. Habe ich übrigens hier alles angeschlossen, angemacht? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe dran gedacht, es wieder enabled. Habe ich das letzte Solarpanel nicht mitgenommen? Oder ich habe schon hier oben. Das kann auch sein. Das letzte Solarpanel müsste da hier irgendwo drin. Ja, genau, ist immer drin. Okay, damit wir noch die anderen Sealer und alles mögliche anschließen können. Und genug Sauerstoff haben. So, dann zunächst erstmal den Müll raus, Müll raus, Müll raus. Und auch hier nochmal Müll raus, Müll raus, Müll raus. Gut. Das Portal kommt hier hinten hin. Und auch mit Erde müsst ihr das noch schnell zumachen. Die Blase wieder ist schon ausgedehnt. Wir haben jetzt drin Luft. Schön. Erde zusetzen, alles hier. Erde, Erde, Erde. Eine Frage, macht das auch Licht, wenn man normale Fackeln nimmt, aber die in einem Luftraum drin sind? Das wäre noch gut zu wissen. Ich glaube, dann kann man auch, oder eigentlich müsste man auch andere Fackeln verwenden können als diese Glowstone Torches. Normale Fackeln, ja, wenn mit Kohle gemacht ist, dass sie brennen. Und ja, wenn kein Luft, wenn kein Sauerstoff da ist, dann kann auch kein Feuer brennen, ja. Ja, 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 aber ich mache wieder alles kaputt. Ich mache wieder alles kaputt. Warte, 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 warte. Habe ich einen anderen Mondstein da? Ich habe hier drüben noch nicht die Ecken fertig gemacht. Zack. Pup, pup. Ich will gar nicht so viel abbauen. Ich will schon ganz leicht anzutippen. Tipp, tipp. Ja, dann kann ich wieder zumachen, so mit Mondstein. Oh ja, ich glaube, ich brauche noch mehr von der Erde. Die paar Stacks, die ich hatte, die haben, glaube ich, immer nicht gereicht. Erde, da. Und noch da nochmal, da nochmal, da nochmal. Und da nochmal. Denn dann haben wir das Ganze schon wieder ein wenig irdisch gemacht. Gras wird hier noch drüber wachsen, schätze ich, bis auf die Seite am Rand. Ich weiß es nicht, vielleicht. Boah, das wäre auch gut zu wissen. Theoretisch dürfte ja eigentlich das Gras von hier drin nicht hier rüber wachsen, weil hier draußen ja kein Sauerstoff ist. Also kann noch keine Pflanze leben. Quatsch. Sauerstoff an diesen Pflanzen tun, aber Pflanzen produzieren Sauerstoff, aber da das hier ja auch ein Luftleerraum ist, keine Atmosphäre und auch keine anderen Stoffe drin ist, müsste auch kein Kohlenstoffdioxid sein, kein CO2. Deswegen dürften da eigentlich keine Pflanzen wachsen. Und hier kommt Erde. Genau.
Wir ernähren uns von Sauerstoff und Pflanzen ernähren sich von CO2. Das, was wir ausatmen. Ich glaube, dieser Kreislauf, keine Ahnung, es wird einem nie bewusst. Aber das, was für uns Abfall ist, das mögen die. Das, was für die Abfall ist, Sauerstoff, das ist Abfall für die. Brauchen sie nicht. Das pfeifen wir uns rein. Nenne ich nochmal eine gute Zusammenarbeit, oder? Richtig. Gute Zusammenarbeit. So. Fallen sogar Blätter runter. Yay. Aber ja, leider reicht's hier nicht. Wie gesagt, den Sealer lasse ich mal an und... das Ding lasse ich an, den Bubble Generator und noch einen Sealer dazu. Mal gucken, ob der... Soll ich nicht? Ich teste es erstmal. Ich teste es erstmal ohne den Bubble Generator. Versuche den kompletten Sauerstoff mal für die Sealer zu verwenden. Dann gucke ich mal, ob das ausreicht, hier komplett alles auszufüllen. Mit passendem O2 Sauerstoff. Oder normal O. Oder O2. O. Gut, dann, ja, hätten wir das hier schon mal. Kann ich hier noch, zack, dran touchen. Okay, wir haben also einen Garten geschaffen, der halt noch ein bisschen zuwachsen muss. Und die Frage, wo das Portal hinkommt. Das Portal würde ich eigentlich ein bisschen weiter hinter machen. Das heißt, hier so in dem Bereich, wo frei ist. Kommen wir mal da, wo frei ist, weil keine Bäume wachsen, damit hier genug Platz ist. So, und das ist gar nicht mal so verkehrt. Soll es im Boden drin stehen, oder... Komm, wir stellen es in den Boden rein. Einen Portal-Modifier brauchen wir. Der kommt dann, wenn hier so die Mitte ist. Ich schiebe es einfach mal in die Mitte. Das Portal steht nicht ganz in der Mitte, ist auch das Problem. Es wird ein Stück zur Seite stehen, weil es ja nur zwei Blöcke auf der einen Seite hat. Jedenfalls da, wo die Mitte ist, kommt eins rein. Zack. Da oder eins weiter vor. Ich sag mal da. Oder? Nein, ein zweiter vor. Zweiter vor, ein zweiter vor, ein zweiter vor. Oh, da das langsam abbauen. Liegt dann wahrscheinlich daran, weil es Dings ist aus Obsidian größtenteils. Gut, also hier eins hin. Der Portal Modifier, dann komm. Ich hätte es nicht mit dem abbauen sollen. Hier drüben dann Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Und dann brauche ich einen Hilfsblock, denn hier kommt die erste Schräge dran. Oder reicht das schon? Ich glaube, das geht so gar nicht. Das Portal wird so gar nicht gehen, weil es muss ein Blockkreis von sich aus schon sein. Und ich glaube, nee, diese Schrägen zählen gar nicht als Blöcke. Ups. Es muss trotz allem sowas sein. Bin mir gerade nicht sicher. Doch, das müsste gehen. Das müsste gehen, müsste gehen, müsste gehen. Hoffe ich mal. Man kann es auch leider nicht innen platzieren. Ich weiß, es ist meistens eine Hilfsblöcke gerade. Kann weg. Kann auch weg. So, also so ein bisschen hier im Walde ein Portalchen. Geordnet. Wenn die Blöcke noch nicht so teuer werden. So in etwa? Ja, doch. Doch, das geht. Das geht, das geht, das geht. Und da es im Boden drin steckt, können wir sogar eigentlich ein paar Schrägen sparen. Zack, zack. Und hier auch nochmal. Damm. Damm. Ne, war schon richtig. War schon richtig, so wie es gedacht war. Und dann da eine Schräge dran. Plupp. Und dann da eine Schräge dran. Wir haben sogar noch zwei Eisenblöcke gespart. Finde ich gut. So. Das wäre unser Portalchen und eigentlich würde ich hier Blätter so ein bisschen wegmachen noch. Fast. Der Baum ist ein bisschen angegriffen worden, dadurch, dass das Portal hier steht. bin mir nicht ganz sicher. Sorry, kurz gemutet. so ein Weg wäre sich schon cooler, aber ich glaube, ich lasse es mal den Weg. Wir machen es ein bisschen eng, ausnahmsweise. Gut. Dann für hier unten kommen die Upgrade-Cards noch rein. Und zwar alle vier am besten. Die da und die da. Zack und zack. Jetzt hat das die Farbe angenommen. Wir haben sämtliche Dinger drin. Und den Identifier für den Mond. Boah, welchen nehmen wir denn für den Mond? Ich habe eine Idee. Wir nehmen einfach komplett die Rakete voll bis zum Anschlag. Except das ist unsere Mond-ID für hier oben. So.
Und dann könnten wir, um das Ganze dann zu bedienen, hier unsere Dial-Device dranhängen. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass ich hier durchhöre. Und dann kann ich hier Add Sachen hinzufügen. Zunächst erstmal würde ich gerne hinzufügen unsere Erde. Und dafür brauchen wir einfach den Nether Star. Save. Save. Wenn ich das jetzt hier auswähle, kann ich durchgehen. Da bin auf der Erde. Dam, dam, dam. Genau. Damit hätten wir uns Portal auch wieder einen Nutzen zugeordnet. Das wäre es dann gewesen von dieser Folge. Wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Lasst krachen und tschüss.